Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal was ganz Neues auf meinem Kanal. Und zwar ist das so eine Art Tauschpaket, nur dass das jetzt schon seit einer längeren Zeit unterwegs ist. Und zwar hat dieses Paket die liebe Fluffy Rena in die Welt gesetzt. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Und zwar nennt sich das ganze Paket Wunder Wanderbox. Und ich erkläre euch jetzt einmal ganz kurz, was das Ganze auf sich hat und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Video an. Also das Paket wurde gestartet, wie gesagt, von der lieben Fluffy Rena. Und zwar befinden sich in dem Paket 15 kleine Päckchen, die mit Geschenkpapier verpackt sind. Und ja, man soll sich daraus 5 Päckchen aussuchen. Und natürlich nicht vorher reingucken, sondern einfach nur anhand der Form, des Fühlens, wie auch immer man da vorgeht, ein Paket aussuchen, und zwar 5 Stück. Und diese soll man dann vor der Kamera auspacken, das machen wir jetzt gleich auch. Ich habe mir 5 Sachen ausgesucht und habe das Paket auch schon mit 5 weiteren Geschenken wieder versehen. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Erklären des Videos. Falls ihr noch Fragen habt, schaut einfach mal in die Infobox. Dort schreibe ich auch nochmal alles rein, was mir so einfällt. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir die auch gerne in den Kommentaren stellen. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Video an. In dem Paket befanden sich auch 2 Zettel, und zwar sind das diese hier. Einmal mit einer Teilnehmerliste und einmal die Regeln. Und ja, die Teilnehmerliste ist eigentlich so gestaltet, dass jeder, der sein Paket bekommen hat, sich in die Liste einträgt und muss dann selber einen weiteren Teilnehmer auswählen, der das Paket bekommt. Also es sind keine Teilnehmer vorweg entschieden worden. Und ja, das Paket ist seit Mai 2016 unterwegs, also schon über ein halbes Jahr. Und ich bin jetzt an 24. Stelle, also ist das schon sehr, sehr lange unterwegs. Die Regeln waren halt, dass man sich 5 aussuchen soll und 5 neue reintun sollte. Und es gibt da kein Limit, es kann 1 Euro Produkte geben, aber auch 50 Euro, also da ist auch keine Grenze gesetzt. Es sollten wohl möglich neue Produkte oder halt geswatchte Produkte sein. Jetzt nichts, was schon ultra benutzt ist, womit keiner mehr was anfangen kann. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Auspacken und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Als erstes habe ich mir hier so ein kleines Geschenkchen ausgesucht. Und zwar ist hier das Geschenkpapier wunderschön verpackt mit Elsa. Und das ist ja immer wie Weihnachten. Und hier befinden sich schon gleich 2 Produkte. Und das ist auch sehr gut in dieser Luftpolsterfolie. Und ja, als erstes haben wir hier von Frutini ein Body Spray mit Mangoduft. Das sieht so aus und das ist auch schon ja, relativ neu. Das wurde vielleicht 1-2 Mal gesprüht. Und ich habe schon eins mit Melone von Frutini. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich mir richtig gut im Frühling und im Sommer vorstellen. Und das zweite Produkt ist, oh mein Gott, von Bilou, und zwar ein cremiger Duschschaum. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber. Das ist jetzt die Chocolate Cupcake Version. Und ja, freue ich mich wirklich richtig, richtig drüber, weil ich bisher noch gar kein Produkt von Bilou hatte. Hier steht drauf, fand ich nach einmal benutzen schrecklich, machst du dir die Mühe und machst mich leer, nicht essen. Ja klar, ich werde es auf jeden Fall versuchen, das aufzubrauchen, aber ich freue mich schon auf jeden Fall auf das Testen, weil bisher hatte ich wirklich noch gar keinen Duschschaum von Bilou und deswegen freue ich mich hier umso mehr drauf. Dann machen wir mit einem Produkt weiter, was wahrscheinlich seit der Weihnachtszeit ungefähr im Paket ist, weil das so ein schönes weihnachtliches Geschenkpapier ist. Bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Oh wow, hier sind auch gleich mehrere Produkte drin und auch in dieser Luftpolster. Warum sage ich die ganze Zeit Luftpolster? Auch in dieser Luftpolsterfolie. Und ich sehe schon Nagellacke, das ist ja immer gut bei mir. Ja, dann fangen wir mal an und zwar mit einem Produkt von Essence und zwar ein Quattro Eyeshadow in der Farbe 17 Cream de la Cream. Und ja, auf jeden Fall sehr schöne Alltagsfarben, so. Ja,
beige, braun und grau ist da drin. Da freue ich mich auch auf jeden Fall sehr. Sind auf jeden Fall Alltagsfarben, kann man immer gebrauchen. Dann ein Produkt, was ich schon kenne, aber auch sehr froh bin, dass ich es jetzt mal wieder habe. Und zwar von Balea ein Lippenöl Roll-On für trockene Lippen mit Kokosduft. Und zwar ist das so ein Lippenpflegestift in Roll-On-Form. Und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Freue ich mich, dass ich es wieder als Backup habe. Dann kommen wir zu zwei Nagellacken aus der Essence Summer Fun LE. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt diese LE ist, aber es sind auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Farben. Einmal so ein helles Rosa und ein dunkles Rosa. Gefällt mir auch beides sehr, sehr gut. Und das sind einmal die Farben 03 Walking on Sunshine und 04 Girls Just Wanna Have Sun. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch. Habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung und schöne Farben auf jeden Fall. Und als letztes Produkt in diesem Päckchen war ein Lippenstift von Trended Up in der Farbe 230 Shiny aus der High Shine Reihe. Und ja, der ist auch unbenutzt, also niegelnagelneu. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe für den Alltag, wie ich finde. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch mal testen und gucken, wie der sich so auf meinen Lippen verhält. Dann machen wir weiter mit einem kleineren Produkt und zwar ist das dieses hier. Das fühlt sich schon mal an wie ja eine kleine Handcreme oder eine Duschlotion-Probe. Bin ich auch mal sehr gespannt. Oh wow, das ist von Rituals eine Handcreme und zwar mit Mandarinen- und Mintduft. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also ich hatte auch noch kein Produkt von Rituals. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, nicht zu stark und ja, warum nicht? Kann man immer gut gebrauchen und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass es Produkte sind, die ich so noch nie hatte, die ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Kommen wir zum vorletzten Päckchen und das ist auch so eine Art ja, Handcremeform und auch hier bin ich gespannt, was es sein wird. Also ja, bisher bin ich ja schon mal sehr, sehr zufrieden und zwar ist das ein Produkt von Unani, ein Dermo Defense Face Mask. Und ja, es scheint auf jeden Fall eine Maske zu sein. Rieche ich jetzt nichts draus, aber werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ist auch ein fast neues Produkt, denke ich mal, mit 100 Millilitern. Ja, werde ich auf jeden Fall mal austesten. Es ist eine Gesichtsmaske, spendet der Haut Pflegeschutz, Nährstoffe und Feuchtigkeit. Und entfernt gleichzeitig Hautunreinheiten. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an, werde ich definitiv bald austesten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt aus diesem Video. Und das ist auch wieder so ein ganz großes Päckchen. Und zwar, oh, auch wieder in Luftpolsterfolie. Und zwar ist das von Airwick eine Kerze. Das ist keine normale Kerze, sondern eine Farb- und Duftwechselkerze. Süße Versuchung, Cupcake, Himbeermarmelade, süße Sahne. Oh, das hört sich aber wirklich sehr, sehr interessant an. Und dann auch noch eine Farb- und Duftwechselkerze. Werde ich auf jeden Fall direkt mal austesten, weil ich kannte das Produkt noch gar nicht. Ich kenne ja nur von Airwick diese Duftkerzen, die es da gibt, aber so eine Farbwechselkerze. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und das Glas sieht auch echt wunderschön aus, wie ich finde. Ja, werde ich auf jeden Fall austesten. Ja, meine Lieben, das war es mit meinem Video. Ich bin super begeistert von meiner Ausbeute. Es war wirklich ein Volltreffer. Die Produkte sind einfach wunderbar. Ich kann mit allem was anfangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Produkt habe, wo ich sage, boah, nee, damit kann ich wirklich gar nichts anfangen. Ich kann wirklich mit allem irgendwas anfangen und freue mich total, dass ich bei diesem Paket mit dabei sein durfte. Und schaut auf jeden Fall mal in die Infobox vorbei. Dort werde ich alles, was ich finde, an Teilnehmern verlinken, dass ihr da mal sehen könnt, was diejenigen sich so rausgesucht haben. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und euer Feedback in den Kommentaren. Und ja, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo hinterlasst und keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!